Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer und es läuft noch das Splatfest. Das ist für euch heute schon vorbei, wenn ihr die Folge seht. Die Folge kommt nämlich erst am nächsten Tag, also am Montag. Heute müsste Montag sein. Ja, dann seht ihr hier die Maps, die im Splatfest momentan wieder vorhanden sind. Das hat wieder durchgängig nicht gewechselt. Und ich habe das gestreamt und ich bin jetzt schon Mampf Fanclubleiter, das höchste. Das heißt, ich habe das Splatfest wieder komplett durchgezogen im Stream. 4 bis 5 Stunden dauert das immer eigentlich. So bei mir. Bis ich den höchsten Rang erreiche. Und ja, wir gucken mal. Ich zeige euch jetzt im Video die neue Waffe. Da ja gerade das Splatfest ist, können wir nur in den Standardkampf reingehen. Ich tue jetzt halt einfach nur was fürs Team an sich. Mein Hammerhai-Rang wird ja auch nicht resettet. Und ja, hier, das ist der Kalligraph. Der ist relativ cool. Ein bisschen anders als der Quasto. Mit dem komme ich besser klar auf jeden Fall als mit dem Quasto. Der ist ein bisschen breiter von der Linie her, die er zieht. Und er färbt ein bisschen mehr. Dafür ist er ein bisschen langsamer. Aber ist eigentlich... Also mit dem hatte ich gestern ein paar gute Runden. Wenn man sich an ihn gewöhnt, geht das eigentlich. Ja. Ich hatte wieder das Gefühl, dass Team Mampf ein bisschen in der Überzahl war. Aber... Also Team Essen. Ich weiß nicht, warum das auf einmal Team Mampf und Team Schnarch heißt. Das ist auf jeden Fall cooler als Team Essen und Team Schlafen. Haben sie einfach irgendwie so genommen. Und wir kämpfen Mampf gegen Mampf. Ja gut. Also daran sieht man halt, dass Schlaf irgendwie wieder eine Unterzahl sein müsste. Theoretisch. Aber Team Pop hat sich letztes Mal auch nicht schlecht geschlagen dafür, dass es deutlich in der Unterzahl war. Bei Team Schlaf sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Okay. Dann mal Attacke, wa? Machen wir mal ein bisschen Stress hier. Ihr seht, der Pinsel ist wieder genauso schnell wie der andere. Also fast so schnell wie der andere. Aber geht eigentlich ganz gut. Oh. Ja, da war eine Mine, glaube ich sogar. Ich habe sie zumindest piepen hören. Aber direkt einen Kill gemacht. Jawoll. So. Wir hatten gestern auch Runden, wo Leute leider alleine gegen uns spielen mussten. Das heißt, die ganze Map war hinterher in unserer Farbe. Das war ein bisschen traurig für denjenigen. Ach, du großer Gott. Krieg das da oben nicht kaputt, Leute. Oh. So. Gucken wir mal, ob wir damit was reißen mit dem Pinsel. So. Wo sind die Gegner? Ach, shit. Na, der hat mit der Airbrush... Nicht mal in die Airbrush, hat mich gekillt, die N-Zap. Okay. Dann hätte ich den mit der Airbrush sogar noch gekriegt, wenn der andere nicht gewesen wäre. Was ist denn hier los? So, dann müssen wir hier wieder ein bisschen sauber machen. So, oh Gott, was ist hier los? Da, ich habe ihn gesehen. Da liegt eine Mine. Oh, kein nichts hinter mehr. Nein! Ach, ich hasse das auf der Map, dass man so leicht runterfällt. Momentan sieht gut aus für uns. Muss man da die Flecken vom Gegner wegmachen. So. Sehr schön. Schon wieder, die sind so dreist teilweise. So. Ich hab den Tintentitan, darf ich nicht vergessen. Ah. Bringt mir nur gerade nichts, danke. Dann gehe ich da jetzt hoch. Wo ist der Gegner? Ah, shit. Kamera verkackt. Oh, er sieht mich doch. Er sieht mich doch. Ja, da waren zu viele. Hinter mir, vor mir, rechts von mir. Aber momentan gewinnen wir. Ah, ja. Wir gewinnen auf jeden Fall. Momentan kann ja sein, dass die anderen sich jetzt noch voll krass Mühe geben und uns überrennen. Ah, Mine. Goddammit. Jetzt habe ich Kollegen gekillt. Danke. Gehen wir hier hin. Kommt da jetzt einer runter oder nicht? Komm, ich verschwende Zeit. Ich weiß, dass du da bist. Okay, da war anscheinend eine Mine von uns. Ach du Sau. Oh Gott. Okay, Glück gehabt, dass wir den noch gekriegt haben. So.
Komm schon! Okay, das müssten wir gewonnen haben. Und die NZAP ist eigentlich nur die normale NZAP mit Deko-Funktion, das heißt mit anderen Waffen. Die brauche ich eigentlich nicht zeigen. Interessanter sind immer so anders, komplett andere Versionen der Waffen, wie bei dem Pinsel und den Rollern. Weil die ja, immer andere Stats haben. So, kriegen wir wieder Punkte fürs Team. Auch ganz gut. Und Geld. Oh mein Gott, Splatfests sind so gut, um Geld zu farmen. Das ist wunderbar. Und ich hoffe ja wieder auf 24 Muscheln, dass ich dann 48 Muscheln habe, für die ich dann wieder nicht weiß, wofür ich sie benutze. Und leider muss ich sagen, dass dieses Splatfest verdammt laggig ist. Ich komme jetzt gerade nicht weiter. Ich vermute jetzt wieder einen Disconnect der Lobby. Hatte ich nämlich gestern auch. Weil jetzt geht wieder nicht weiter. Ich habe zum Glück meine Punkte schon bekommen und mein Geld, dann ist es nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem kacke. Im letzten Splatfest war das nicht so instabil. Wir sind bei dem Splatfest da. Mehr Leute da? Womit die nicht rechnen? Oder, keine Ahnung. Ja, eine Runde machen wir noch. Die Lobbys sind auch viel laggiger. Also es sind viel mehr Lags drin. Als im letzten Splatfest. Keine Ahnung, woran das liegt. Teilweise sind Gegner stehen geblieben. Ich stand mit der Waffe vor dem, hab tausendmal auf den draufgehauen. Die sterben dann nicht. Die verpuffen dann einfach und man kriegt den Kill gar nicht. Und ja, ist ja eigentlich ganz gut, dass man den Kill dann nicht kriegt, weil der hat einen Disconnect und das zählt dann nicht. Oder man stirbt 5 Sekunden später, also es kam alles schon wieder vor im Splatfest. Das war richtig ärgerlich. Eigentlich ist das Splatfest immer ganz cool, weil es da nicht laggen sollte, weil es Regionen, also weil es Europa ist. Und in Europa selbst sollte es nicht so hart laggen, als wenn da noch asiatische Gegenden drauf sind. Schön wäre es, wenn wir jetzt ein Gegnerteam, Gegnerteams finden im Splatfest, dauert immer lange. Das ist mal schade. Und ich frage mich, ob das nächste Splatfest dann wieder in 2 Wochen ist. Weil zu oft wäre ja dann auch irgendwann langweilig. Ich finde, die sollten das einmal im Monat machen. Das würde reichen. Obwohl, wäre das dann nicht einmal im Monat alle 2 Wochen? Nee, kann auch passieren, dass es dann 2-mal im Monat... Ja, vielleicht machen sie auch einmal im Monat und das war jetzt Zufall. Also ich würde einmal im Monat völlig ausreichend finden. Letzte war im Juni, ne? Ja, würde ja dann passen. Wenn das nächste im August ist, ja, dann würde es ja passen. Dann würde ich mich nicht beschweren. Hey, wieder Mampf. Großartig. Gut, dass ich gestern im Stream schon alles gemacht habe. Oh, gegen 3 Leute, ja. Das ist dann schon immer fast entschieden. Die 3 Leute können natürlich ultra gut spielen und es trotzdem reißen. Aber das ist eigentlich schon fast immer entschieden. Aber es ist immer noch besser, als wenn man alleine gegen 4 Leute steht. Da hatten wir einen, der stand dann einfach nur in seiner Base rum. Ist einmal gestorben und da ist dann nicht mehr respawned. Ist dann auch legit, finde ich. Man hat dann einfach keinen Bock, da noch was zu tun. Und ja. Hatte ich im Stream gestern auch. So. Dann färben wir mal schön. Wow, da haben sie aber schnell ihre Rakete rausgeholt. Krass. Krasse Story. So, schön färben. Faberino. So. Die Map einzufärben ist immer sehr anstrengend, finde ich. So. Weil die so viele Ecken hat. So, wir haben den Tintentitan. Geh nochmal in die Base zurück, weil die hier wieder alles einsauen. So, ich warte einfach nur auf Gegner, dass sie kommen. Damit ich meinen Tintentitan einsetzen kann. So. Oh Gott. Der Pinsel verbraucht auf jeden Fall krass Farbe. Das ist schon mal festzuhalten. Und ordentlich sind meine Teammates auch nicht hier. Was soll das? So. So. Ah, okay. Schön einfärben hier. Man sieht die Gegner gar nicht hier. Oh. Da hat er mich noch gesehen. Aber er hat leider keine Tarnung. So. Ich wollte gerade sagen, wo stirbst du nicht? Ich habe dich nur berührt. So. Aber es ist gut Action auf der Map, wenn man sich das so anguckt. Schade, dass ihr das nie seht. So. So eine Map-Einblendung wäre ganz cool für euch. Nintendo, patcht das mal rein.
Das sieht momentan gut aus. Da ist ein Tintentitan am Ankommen. So. Ich glaube, das geht schneller. Das wird deutlich angenehmer, wenn ich das so mache, glaube ich. Brauche ich das nicht so meschen. So. Ach du großer Gott. So, zack, zack, zack. Du hast keine Tinte mehr, Roller. So, jetzt machen wir hier die Gänge noch. Das ist ja auch viele Punkte, die uns da flöten gehen würden. Der Rollertyp gemacht, gut. Das ist da hinten wieder alles voll. Aber wir haben unseren Titan, das ist gut. Haben wir wieder einmal einen Kill frei. Komm her! Wo ist er hin? Hinter mir. Oh Gott, da hat er mich zum Glück nicht getroffen. Den kriegen wir auch noch, komm. Vielleicht auch nicht, ich färb lieber. Oh Gott. Ah, wir haben aber gewonnen. Okay. Oh, da wurde eine Rakete gezündet. Aber ich glaube, unsere war das. Gewonnen! Ja, ja. Aber gegen drei Leute spielen, ist das, dann ist es klar, dass das passiert. 3-0. Okay. Zack. Das ist immer so unbefriedigend, wenn die Punkte nichts bringen. Komm, Lobby, danke. So, dann wollen wir nämlich rausgehen. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir gehen jetzt nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass im Laden was ist, was ich kaufen kann, weil sich das ja nicht resettet. Ich habe, glaube ich, am Anfang des Splatfests schon geschaut. Genießt nochmal die Kulisse hier gleich. Ist ja nicht immer Splatfest. Und haben wir noch was im Laden, was wir kaufen können? Ich glaube nämlich nicht. Ich muss mich mal so langsam echt da hinsetzen. Ah, doch. Ich habe doch ein anderes Shirt rein. Und andere Schuhe. Jawohl, alle kaufen. So. Waffen habe ich alle. Hüte auch. Alles klar. Und immer noch 39.000 Münzen im Petto. Das ist doch nice. Alles klar. Was ich mal gucken wollte, ist der Dealer eigentlich auch am Dancen oder so? Dancet der mehr ab als sonst? Ich weiß es nicht. Naja. Okay. Schauen wir uns hier nochmal die Kulisse an. Oh, das ist ja... Was ist das denn? Okay. Essen. Good team. Make friends. Nee, ich möchte jetzt nicht unbedingt jeden im Team haben. Also in, vom Team in meiner Friendlist haben. Nicht so böse, aber irgendwann ist hier auch mal voll. Ja. Ist immer wieder schön hier rumzustehen und einfach sich mal die Dinger anzugucken hier. Oh. Schön gezeichnet. Ja, ich würde sagen, bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part von Splatoon. Wie gesagt, Splatoon kommt jetzt wahrscheinlich alle 2 Tage. Ich kann jetzt heute jetzt leider nicht noch ein Part aufnehmen, weil ich nicht noch ein Part im Splatfest aufnehmen möchte, weil das relativ langweilig ist. Weil Splatfest immer nur ein Modus ist. Und ich würde gerne abwechselnd irgendwie Ranked und Standardkampf machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Splatoon. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Tschüss. Thank you.